Hallo Freunde und willkommen zurück bei Smart Bartending. Ich bin Kevin und heute sind wir sehr frisch, sommerlich und beerig unterwegs, denn wir machen einen Bramble. Der Bramble ist ein sehr leckerer Gin-Cocktail mit Brombeerlikör oder auch Creme de Mure genannt. Also wird es sehr sommerlich. Wenn du das allererste Mal auf unserem Kanal bist, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Damit unterstützt du uns wirklich sehr. Heute ist die Geschichte sehr kurz und knackig und ich würde sagen, ich verliere keine Zeit und lege direkt los. Vielleicht bist du ein aufmerksamer Zuschauer vom Smart Bartending, dann hast du den Bramble letztens schon bei uns im Espresso Martini Video gesehen. Und vielleicht weißt du noch, dass der Espresso Martini von Dick Bretzel erfunden wurde, einer waschechten Cocktail-Legende. Er hat nicht nur den Espresso Martini erfunden, sondern auch den Bramble. Nach eigenen Angaben hat Dick Bretzel den Cocktail 1984 in einer Bar in London erfunden. Als eine Abwandlung vom Singapore Sling, den wir by the way eigentlich auch mal machen sollten. Und im Grunde war es das schon, kurze und knackige Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen zu den Zutaten. Für unseren Bramble benötigen wir Zitronensaft und ihr kennt mich, nehmt immer einen frischen Zitronensaft oder allgemein frische Säfte. Das macht einiges was aus, was den Drink angeht. Dann benötigen wir einen Gin. In dem Fall nehme ich den Gin von Tanqueray. Ich würde euch empfehlen, einen sehr klassischen Gin zu benutzen. Ohne viel Tamtam, einfach einen klassischen. Denn sonst kann es passieren, dass wir den Geschmack der Creme de Mure verfälschen und das wollen wir nicht im Bramble haben. Dann brauchen wir noch ein wenig Süße. Das machen wir in Form von Rohrzuckersirup. Wir haben hier einfach einen gekauften von Monin. Wenn ihr mal Sirup selber machen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal das Video hier oben ab. Kinderleicht. Ich muss zugeben, wir waren heute einfach ein bisschen zu faul und haben einfach diese Reste hier verwertet. Und zum Schluss, ich habe schon ein paar Mal heute erwähnt, Creme de Mure bzw. Brombeerlikör, der Hauptakteur unseres Cocktails und erst die Zutat macht den Bramble wirklich zu einem Bramble. Hier würde ich auch gerne mal Conalco erwähnen. Conalco hat uns diese Flaschen zur Verfügung gestellt und wenn ihr einfach mal eure Bar ausbauen wollt oder nach speziellen Spirituosen wie Creme de Mure zum Beispiel schauen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Website ab. Das komplette Rezept und die Links zu den Produkten findet ihr bei uns in der Beschreibung. So, ich würde sagen, wir kommen zur Zubereitung. Ich starte mit dem Zitronensaft. Von dem brauchen wir eine gute Portion, und zwar 3 cl. Dann brauchen wir ein bisschen Zuckersirup, und zwar 1,5 cl. Jetzt brauchen wir den Gin. Vom Gin benötigen wir 6 cl. Anders als bei den meisten Cocktails benötigen wir jetzt kein normales Eis, sondern Crushed Eis. Da reicht schon so eine kleine Schaufel, die wir mit in den Shaker geben. Und jetzt shaken wir drauf los, bis das Eis sich im Shaker auflöst. Also. Sobald ihr hört, dass der Shaker an sich leiser wird, sind wir auf dem richtigen Weg. So, wir hören jetzt langsam nichts. Eigentlich sollte es jetzt reichen mit dem Shaken. Jetzt nehme ich diesen Tumbler, in dem ist auch Crushers drin. Und darin geben wir unseren Drink jetzt hinzu. Das könnt ihr ganz dirty machen, also ohne Abseilen. Einfach hinzugeben. Ein bisschen Crushers oben drauf, einfach wegen der Optik. Und du fragst dich bestimmt, wo ist jetzt eigentlich das Creme de Mure, wo ist der Brombeerlikör? Der wird gefloatet. Das mache ich einfach mal in den Jigger. Davon brauchen wir dann 1,5 bis 2 Zähl. Da könnt ihr ein bisschen mitspielen, wie beerig ihr es haben wollt. Und das floaten wir jetzt über unseren Drink. Das Ganze dekoriere ich jetzt nochmal mit einer Brombeere. Komm, machen wir nochmal eine zweite drauf, sieht so ein bisschen schöner aus. Und fertig ist unser Bramble. Ich würde einfach mal sagen, wir verkosten das jetzt zusammen. So, mit Crushed Ice würde ich jedem empfehlen, natürlich mit einem Trinker zu trinken. Das mache ich jetzt. Ich trinke den einmal aus der Mitte und einmal von unten. Da Creme de Mure die schwerste Zutat in dem ganzen Cocktail ist, setze ich das nämlich ganz unten ab. Und ich würde einfach sagen, wir trinken einmal aus der Mitte und einmal von unten und gucken, wie es schmeckt. Einmal aus der Mitte. Das schmeckt schon ziemlich gut. Sehr schön ausbalanciert. Es erinnert mich an irgendwas. An irgendeine Limonade. Auf jeden Fall ist es im Vordergrund, es ist ja im Grunde ist es ja ein Gin Sour ohne das Creme de Mure. Das kommt auf jeden Fall durch, aber diese ganz leichte Brombeernote im Hintergrund macht das echt einen leckeren Drink draus. Jetzt trinke ich das Ganze nochmal von unten. Heftig lecker. Also es ist so ein bisschen marmeladig, würde ich sagen, von der Süße her. Es ist, ja, es könnte einmal ein Lieblingscocktail werden, möglich. Es ist ein sehr, sehr geiler Drink. Jungs, will auch einer von euch probieren? Meine Nase ist ein bisschen zu, weil ich Heuschnupfen habe. Trink mal aus, einer aus Mitte und einmal auch von unten. In der Mitte finde ich, schmeckt krass wie ein Gin Sour. Mhm. Das ist aber nur so ganz leicht, diese Brombeere, ne? Ja. Von unten ist der deutlich geiler. Er hat eine fette Süße. Boah, schmeckt gut. Sehr, sehr nice. Schön, das freut mich. Das war das erste Mal, dass du den Brombeer-Bramble getrunken hast, oder? Nee, wir haben schon mal einen Bramble gemacht. Haben wir? Ja, ganz am Anfang. Wenn wir alle einmal durchprobiert haben. Ach ja, das kann aber sein. Ich konnte mich fast nicht mehr dran erinnern. Lohnt sich denn danach zu machen? Vor allem,
Er schmeckt ganz anders als andere Cocktails. Es ist wirklich was anderes. Vor allem im Sommer finde ich auch, ist ein sehr geiler Drink. Also wenn ihr gerne Gin trinkt, ihr auf Brombeeren abfahrt, dann macht das auf jeden Fall nach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genießt euren Bramble, genießt die schönen Tage und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Das ist schon sehr lecker. Das ist geil, ne?